Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es mal wieder etwas anderes. Und zwar habe ich hier rechts neben mir eine Leinwand. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. So sieht die Leinwand aus. Und heute malen wir mal einen Sonnenuntergang. Und das machen wir mit Acrylfarben. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ich noch weitere Leinwände bemalen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefällt, zeigt es mir sehr gerne mit einem fetten Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal auch sehr, sehr gerne kostenlos und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und checkt natürlich auch meine Social Media Seiten, Instagram und TikTok aus. Ich würde sagen, wir legen jetzt hier direkt los. So, ich beginne jetzt erst einmal mit den Auftragen der Farbe. Und das ist auch mein erstes Mal, dass ich überhaupt auf Leinwand male. Okay, ich werde das jetzt mal einen kleinen Ticken trocknen lassen und nochmal ein bisschen überarbeiten. Danach melde ich mich dann einfach wieder. So, ich habe das Ganze jetzt kurz überarbeitet. Das sieht mehr rot aus als alles andere. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem See hier unten. Deswegen habe ich das auch freigelassen. Ich nehme mir da jetzt als erst Weiß. Ich werde jetzt weitermachen und zwar werde ich jetzt noch Berge dahin malen, also hier oben. Und dann kommt natürlich da noch die Sonne hin. Okay, wir werden jetzt erstmal weitermachen mit den Bergen. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nicht ganz weiß, wo dann die Sonne hinkommt und so. Da muss ich dann nochmal gucken.
Gut, ich bessere jetzt noch die Kanten aus von den Bergen und danach sehen wir uns dann direkt wieder. So, jetzt kommt natürlich noch das Wichtigste und zwar die Sonne. Die kommt dann jetzt hier natürlich über die Berge. So, ich werde da jetzt noch mini bisschen Gelb untermischen, da es mir sonst einfach zu weiß ist. Und danach, melde ich mich einfach wieder. Ja, das ist jetzt mein fertiges Bild. Ihr seht das jetzt nochmal im Überblick. Und ja, es hat echt eine Weile gedauert. Ich habe jetzt aber nicht die Zeit gestoppt. Ich finde aber dafür, dass es so mein erstes Leinwandbild ist, ist es mir eigentlich relativ gut gelungen so. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Bild unten in die Kommentare. Würde mich mal mega interessieren. Auf jeden Fall ist auch schon die Sonne jetzt hier rausgekommen. Und das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, zeigt es mir wie gesagt sehr gerne mit einem fetten Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal auch sehr, sehr gerne kostenlos. Würde mich mega freuen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!